Chemie ist der Anfang von allem. Deshalb ist die Chemieindustrie Basis unseres Erfolgs als Industrienation. Chemie, Pharma, Biotechnologie brauchen wir am Standort. Die Wettbewerbsbedingungen müssen stimmen. Industriepolitik heißt an dieser Stelle vor allen Dingen, bei Forschung und Entwicklung besonders stark zu werden. Und das macht uns attraktiv. Wir brauchen in der Wirtschaftspolitik eine echte Kehrtwende, um die strukturellen Defizite umfassend anzugehen. Die Stichworte sind Bürokratie und Regulierung, steuerliche Rahmenbedingungen, Arbeitskraftangebot und Arbeitszeitvolumen und die Energiepreise. Ich glaube, eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass wir wieder Vertrauen zurückgewinnen für die Politik, ist eine Rückkehr zur Stetigkeit und Verlässlichkeit in den Entscheidungen, die wir treffen. Gerade in Zeiten wie diesen ist ein Stabilitätsanker wie unser Verband nötig. Wir müssen wieder nach vorne kommen, in der Chemie und in diesem Land.